Hey ihr Süßen, ich bin's wieder und zwar gibt's heute von mir ein Online-Haul. Und zwar ist mir gerade ein Fauxpas passiert. Ich habe euch gerade ein Tutorial gedreht zu diesem Augen-Make-up. Naja, wie sich herausstellt am Ende, das hat die ganze Zeit nicht gedreht gehabt, während ich mich geschminkt habe und gelabert habe und etc. Es hat die ganze Zeit einfach nicht gedreht und dann gucke ich, wollte das Video hochladen und ich sehe, shitty. Es hat gar nicht aufgenommen. Naja, aber ich dachte mir, das hält mich jetzt nicht davon ab, noch ein Video zu drehen, weil, ich weiß nicht, aber es macht einen so wütend, wenn ich die ganze Zeit ein Video gedreht habe und am Ende feststelle, dass es gar nicht gedreht wurde. Und naja, dann habe ich mir gedacht, komm, du drehst jetzt trotzdem ein Video und zeigst den Leuten einfach ein Haul-Video. Und zwar war ich in den letzten Tagen sehr, sehr oft shoppen, was Kosmetiksachen angeht und auch online. Also ich habe bei Zoeva bestellt, bei Douglas bestellt und habe noch Kleinigkeiten bei DM gekauft. Ja, und ich wollte jetzt nicht ein Video drehen, daher dachte ich mir, komm, dann machst du eben noch ein Haul-Video und sonst, ja, sind die Leute noch traurig, dass ich schon so lange nicht mehr ein Video gedreht habe. Nun ja, beginnen wir. Und zwar beginnen wir erstmal mit meinem Douglas-Einkauf. Zwar war ich bei Douglas online shoppen und habe mir sehr, sehr schöne Sachen gekauft. Und zwar von NYX. Da habe ich mir nämlich vier Jumbo, sagt man, was sagt man dazu? Und zwar habe ich mir vier Jumbo Eye Pencil gekauft. Ich wollte die unbedingt haben, aber irgendwie führt man die nur in den seltenen Douglas-Läden. Also in meiner Stadt gab es die leider gar nicht. Da habe ich gedacht, komm, jetzt gehst du mal online shoppen bei Douglas. Und dann habe ich mir vier Farben ergattert. Und zwar habe ich mir von den Jumbo Pencil einmal den in Gold bestellt. So eine Farbe. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und dann habe ich mir einmal den in Bronze bestellt. Ist fast identisch, nur dass das eine etwas rötlicher ist und das andere etwas ins Gelbe reingeht. Dabei wollte ich ganz ehrlich gesagt nur den Milk bestellen. Den Jumbo-Pinsel Milk. Das ist mein. Oh, ich weiß nicht, ich liebe diese Farbe. Und auch von der Konsistenz her sind diese NYX Pencil super, sehr cremig und sehr gut pigmentiert. Naja, aus einem Milky Pinsel wurden halt vier. Und da dachte ich mir, bei Gelegenheit bestellst du dir auch noch den Black Bean. Diese Farben, also diese Pencil eignen sich sehr, sehr, sehr gut. Zum Beispiel, wenn ihr super tolle Effekte erzielen wollt, damit die Farben halt leuchtkräftiger werden und viel intensiver rüberkommen. Bei dem Make-up zum Beispiel habe ich da drunter diesen Black Pencil von NYX und dann habe ich da drüber erst die Farben. Und sie kommen halt besser zur Geltung, wenn ihr so eine cremige Base drunter habt. Nicht? Also, ich kann sie euch nur empfehlen, die NYX Jumbo Pencil und ja, also ein Must-Have sind zum Beispiel bei den Basics zum Beispiel Black Bean und Milk. Ne? Also, dann habe ich mir noch bestellt von NYX drei Pigmente. Einmal den, wie hieß das nochmal? Einmal so ein pinkes habe ich mir bestellt. Das Dumme bei den NYX Pigmenten ist, dass die Nummer und die Farbe als Sticker aufgeklebt sind und tja, ich weiß nicht mal, wie die heißen, aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, das ist die Farbe Ultra Pink. Aber ich werde euch das noch googeln und euch das hier unten als Aufschrift ne, präsentieren. Nun ja. Wie gesagt, sehr doof gemacht von NYX. Ein Appell an NYX. Schreibt die Farben doch lieber hier unten auf, wie es die anderen Produkte und die ganzen anderen Firmen auch machen. Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Auf jeden Fall swatch ich euch jetzt auch mal die Farbe. Moment, meine Hände sind total zugeswatcht. Und zwar ist das so ein Pink hier. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also sehr, sehr schön. Zum Beispiel, um ein
Schimmer zu setzen, einen rosa Schimmer für die Augen. Ist das ein echt toller Effekt. Und dann habe ich mir noch bestellt dieses Pigment hier. Ist auch super. So, dann habe ich mir noch dieses Pigment drinne. Das ist auch sehr, sehr gut. Und das habe ich zum Beispiel hier drunter, unter den Augenbrauen, als Highlighter gesetzt. Und also ich muss ehrlich sagen, derzeit sind NYX-Produkte momentan ein wenig meine Lieblingsprodukte nach Zoeva. Und ja, also diese Sachen waren schon mal meine Douglas-Einkäufe, meine Douglas-Online-Einkäufe. Gehen wir jetzt über zu Kiko, da war ich nämlich auch. Und da habe ich mir drei Lidschatten geholt. Einmal habe ich mir geholt die Farbe 147. Es ist zwar ein Lidschatten, aber ich benutze es als Rouge. Also das ist auch eine sehr, sehr tolle, kräftige Farbe. Und hier habt ihr das. Also ist ein richtig tolles Pink. Und wie gesagt, ich trage das halt auf den Wangen auf. Nur müsst ihr halt ein bisschen vorsichtiger damit sein. Ich verspreche mich heute irgendwie, weil die Farbe sehr, sehr kräftig ist. Also ich würde es nicht empfehlen zu kräftigem Augen-Make-up oder zu kräftigen Lippen, weil das sonst too much wirkt. Und ja, einmal dies. Dann habe ich mir noch von Kiko ein Lidschatten geholt, die Farbe 138. So ein Orange. Benutze ich halt auch als Rouge. Und das wäre einmal diese Farbe hier. Sehr, sehr schön, sehr frisch. Habe ich auch gerade auf den Wangen drauf. Und ich benutze das also sehr, sehr oft, dieses als Rouge. Und ja. Ich weiß nicht. Diesen Winter ist sowieso orange meine Farbe. Und ich bin momentan total auf den Orange-Trip. Und ja. Dann habe ich mir noch geholt, ein Lidschatten von Kiko. Noch ein Lidschatten. Aber jetzt nicht für die Wangen, sondern wirklich für die Augen. Das ist so ein Schwarz mit ganz vielen Partikeln drin, Glitzerpartikeln. Und das ist die Farbe 28. Damit könnte man richtig dramatische Augen machen. So ein bisschen auch den Wet-Look daraus entstehen lassen. Und zwar ist das diese Farbe hier. Man kann auch die Glitzerpartikel sehr, sehr gut sehen. Und ja. Oh mein Gott, meine Hände sind jetzt total zugeswatcht. Ja. Das war's erstmal von Kiko. Jetzt zu meiner Drogeriemarke. Und zwar Essence. Essence. Da habe ich mir zwei Eyeliner geholt. Einmal den in Grün. Sieht, ist schon ein bisschen gebraucht, könnt ihr mal sehen. Das habe ich mir einmal geholt, weil ich arbeite grundsätzlich eigentlich immer mit schwarzen Eyelinern. Aber ich dachte, komm, jetzt holst du mir andere Farben und arbeite es mal damit. Ach, das war jetzt die Farbe Isle of NY New York City 04 NYC. Und dann habe ich mir noch dieses hier geholt in so ein Lila. Das ist die Farbe 03 Berlin Rocks. Und ich denke mal, damit werde ich auch arbeiten, damit ihr auch mal andere Alternativen zum schwarzen Eyeliner seht. Und ja. Ja. Und genau, bevor ich es vergesse, ich bin irgendwie so hibbelig gerade. Ich habe immer Angst, dass ich was vergesse, da ich gerade so schnell alles durchhaben möchte. Ja. Aber ich denke, ihr kommt gut mit und ihr kennt mich schon so gut genug, dass ihr wisst, dass ich immer eine Person bin, die sehr, sehr schnell redet, aber ihr müsst umso schneller denken. Ja, so. Wieder zum Wichtigen. Zwar habe ich mir noch einen Highlighter geholt von der Limited Edition Zirkus von Essence. Ich muss ehrlich sagen, Leute, ich bin begeistert. Ich bin begeistert von dem Highlighter von Essence. Hätte ich ehrlich nicht gedacht, es kann sehr, sehr gut mit Kiko mithalten. Und auch das habe ich gerade auf den Wangen drauf. Es ist ein Must-Have, immer auf den Rouge einen Highlighter aufzusetzen, weil es zusätzlich noch das Gesicht sehr frisch aussehen lässt. Und ich muss ehrlich sagen, ohne Highlighter gehe ich gar nicht mehr aus dem Haus.
Also doch schon, aber es ist schöner, einen Highlighter auf den Wangen zu haben, weil es euer Make-up einfach viel frischer aussehen lässt. Ne? Und ja, das ist die Farbe 01, It's Magic. It's Magic. Ja, sehr, 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 sehr empfehlenswert. Und ja, was habe ich mir noch geholt von Essence? Ja, genau. Ja, ach, habe ich mir noch so eine Essence Base geholt. I love was? Ah, I love Stage. Hat das auch eine Nummer? Nein, ich denke, das kriegt mir einfach so. Das ist so ein Standard Base. Komm, swatche ich euch auch mal. Ist so eine Make-up-Farbe. Man könnte auch denken, das wäre Concealer. Aber das ist einfach so ein Base, was man unter den Lidschatten noch aufträgt. Und ja, dann habe ich mir noch, ich bin auch momentan auf den Glitzer-Trip, habe ich mir noch Glitzernagellack geholt. Den einen habe ich auch schon drauf. Könnt ihr das gut erkennen? Ich hoffe schon. Auch von Circus, von Essence. Zwar den hier, dieses Duo. Auch sehr, sehr schön. Zeige ich euch nochmal. Echt. Ich finde das süß. Klimper, klimper. Und ja, dann habe ich mir noch Glitzernagellack geholt in Bunt. Damit habe ich meine Füße lackiert. Kann ich euch jetzt sehr, sehr schlecht zeigen, aber so bunte Glitzerpartikel. Also ehrlich, sehr, sehr süß. Ich bin total begeistert momentan von Glitzer und ich weiß nicht, es ist auch so die Weihnachtszeit und Silvester, da möchte man alles so glitzerig haben und hast du nicht gesehen? Ja. Ja. Genug gehört von mir. Ich schwafle heute auch so viel. So, dann kommen wir zu Zoeva. Zoeva, eins meiner Lieblingsprodukte. Und da habe ich mir nämlich die Warm Shimmer Palette bestellt. Moment. Krieg das irgendwie so schwer auf. Da habe ich mir. Also die Farben sind genial. Also wirklich. Ich arbeite damit sehr, sehr gerne und ich experimentiere damit so gerne. Ja, ich habe auch, wie gesagt, mein ganzes Augen-Make-up von dieser Palette. Und die Ergebnisse können sich auf jeden Fall zeigen lassen. Ja. Ja. Sehr empfehlenswert. Meine Lieblingspalette von Zoeva ist auf jeden Fall die Warm Shimmer Palette. Ich überlege mir noch die Ultra Shimmer Palette zu bestellen. Und sie sind wirklich extrem gut pigmentiert. Und ja. Aber von der Palette mit den 96 Colors bin ich gar nicht zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Die sind auch nicht so gut pigmentiert, soweit ich mich entsinnen kann. Und damit arbeite ich auch nicht gerne. Also einen kleinen Kritikpunkt an einer Palette von Zoeva. Und ja, aber mit der Palette bin ich mehr als zufrieden. Ne? Dann das Beste zuletzt. Das Beste kommt immer zuletzt. Ich habe mir die Very Croc Pinselset bestellt. Erstmal muss ich sagen, zum Design sehr edel, sehr schön gemacht. Und hier vorne macht man das halt auf. Und die Farben von dem Pinsel sind auch sehr edel, sehr schön. Muss ich euch echt mal zeigen. Ich habe mich auf jeden Fall in mein Pinselset sehr verliebt. Und es ist wow, es ist wirklich wow. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Pinsel von Douglas? Die kosten, ein Stück kostet schon über 100 Euro. Und die Pinsel fühlen sich auch, oh Gott, die fühlen sich so gut an. Und ja, ich zeige euch jetzt mal nur über die wichtigsten Pinsel, wofür ihr sie gebrauchen könnt. Und möchte gerne mit den abgeflachten Pinsel beginnen. So einmal in klein und einmal in groß. Die eignen sich zum Beispiel sehr, sehr, sehr gut. Zum Beispiel, um hier die ganzen Pigmente aufzutragen. Und damit habe ich auch gearbeitet. Also hier habe ich zum Beispiel meinen Highlighter aufgetragen. Und mit dem kleinen habe ich halt hier meine ganzen Pigmente aufgetragen. Und wie gesagt, super Pinsel. Und
Die abgeflachten könnt ihr halt, wie gesagt, dafür gebrauchen. Ne? Ja, dann gehen wir über zu diesem Pinsel. Den, man nennt es auch Eismatschpinsel, also im Fachbegriff. Und damit kann man auch super verblenden. Damit habe ich zum Beispiel mein Schwarz aufgetragen an der Lidfalte. Also, wenn ihr präziser damit arbeiten wollt, ist dieser Pinsel echt super geeignet. Dann auch noch mein Eyeblender-Pinsel. Das ist auch einer der wichtigsten Pinsel, die man haben sollte. Und zwar habe ich hier die Übergänge verblendet. Und die sind super, super weich. Und ich kann es immer wieder sagen, Leute, es lohnt sich. Also, es ist wirklich ein Must-Have. Ne? Ich habe es in letzter Zeit immer mit diesem Ne. Ich weiß nicht, ich habe es mir irgendwie angewohnt, die ganze Zeit Ne zu sagen. Einfach total bescheuert eigentlich. Aber egal. Egal. Ja. Dann den abgeschrägten Pinsel kennt ihr. Damit trägt man sehr gut Konturen auf, um das Gesicht richtig zu konturieren. Also, wie gesagt, auch ein Must-Have. Den abgeschrägten, ups, mein Fingerchen ist noch ein bisschen dreckig von gerade vom Schminken. Super geeignet zum Konturieren des Gesichtes. Dann habe ich noch meine Rougepinsel. Ich denke, da wisst ihr einfach, womit man arbeitet. Damit kann man zum Beispiel mit einem Gesichtsbronzer über das ganze Gesicht gehen, weil es halt ein großer Pinsel ist. So ähnlich wie ein Kabuki-Pinsel halt. Nur braucht man eigentlich keinen Kabuki-Pinsel, wenn man den Pinsel noch hat. Und den habe ich halt zum Rouge auftragen benutzt. Ne? Ja. Und dieses ganze Pinselset bekommt ihr für schlappe 30 Euro. Leute, es lohnt sich einfach. Also, das ist echt voll less. Dieses Pinselset in der Optik und mit der Qualität für 30 Euro ein Must-Have. Das ist einfach nur ein Schnäppchen. Ehrlich. Einfach nur empfehlenswert. Vertraut mir. Und das Ergebnis könnt ihr sehen. Ich habe es euch demonstriert, so gut es geht. Naja, in einem Tutorial werdet ihr es halt besser sehen können. Und ja, leider ist das fehlgeschlagen, weil ich ja gerade ein Video gedreht habe für euch, aber naja, hab wohl nicht richtig auf den Knopf gedrückt, um es aufzunehmen. Ja. Naja, so viel von mir heute und meinem Haul. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber das Wichtigste habe ich jetzt euch geswatcht und gezeigt. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch was. Eure Soraya. Tschüss.